Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Gespräch hier auf meinem Kanal. Mit dabei wieder der liebe Tobias vom YouTube-Kanal Tobias Steinhäuser. Die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich schon länger mit Tobias verbunden bin. Es gab schon wirklich viele Videos mit Tobias hier auf meinem Kanal. Ja, Tobias findet ihr auch auf verschiedenen Plattformen, sozialen Plattformen, Facebook, Instagram, hat auch eine Webseite, auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich oben in den Infokarten. Tobias und ich, wir haben ja schon einige Videos zur schleimfreien Heilkost gemacht und ja, zur schleimfreien, schleimarmen Heilkost, und manche denken, dass wir zum Beispiel keine schleimbildenden Lebensmittel essen, sondern dass wir ganz clean essen, nur schleimfrei, weil es heißt ja schleimfreie Heilkost. Und ja, wir betonen ja auch immer, es ist ganz wichtig, langsam umzustellen. Es geht jetzt nicht darum, alle schleimbildenden Lebensmittel außen vor zu lassen. Es gibt ja unterschiedliche Stadien von schleimbildenden Lebensmitteln. Manche sind sehr stark schleimbildend, manche eher mäßig, manche ganz gering schleimbildend. Und es ist natürlich auch in unserer Ernährungsweise so, dass wir da auch verschiedene Lebensmittel integrieren. Und dass es Phasen gibt, wo wir mehr schleimbildende Lebensmittel integrieren. Dass es manche Phasen gibt, wo mehr schleimfreie Lebensmittel dominieren. Und ich hatte dann kürzlich auch schon mal so die Nachfrage bekommen, was, du isst Fett? Und da habe ich mir gedacht, okay, war meine Außenwirkung so oder habe ich das immer so betont? Ich meine, klar ist Fett schleimbildend. Ne? Das wird dann so, da gibt es ja Listen, schleimbildend und nicht schleimbildend. Und da gehören zum Beispiel Fette auch zu den schleimbildenden Lebensmitteln. Und das heißt aber nicht, dass wir nie Fett essen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mit Tobias, oder ja. Tobias hat das angeregt, Mensch, lass uns dazu doch mal ein Video machen. Also ich wollte noch mal betonen, dass auch wenn jetzt dieses Ernährungskonzept von Arnold Ehret schleimfreie Heilkost heißt, bedeutet das nicht, dass man auf einmal anfängt, nur noch schleimfreie, schleimarme Lebensmittel zu essen. Oder zumindest wirklich diese ganzen schleimbildenden Lebensmittel weglässt. Das bedeutet es überhaupt nicht. Und ich habe schon mit Tobias heute erzählt, es gibt den Professor Spira, der die schleimfreie Heilkost im US-Raum verbreitet. Und er hatte auch mal auf Instagram so einen Post, schleimfreie Heilkost bedeutet nicht nur roh essen, kein Fett essen, nur Fasten. Er hat das mal so aufgezählt, diese Irrtümer, was bei manchen Menschen hochkommt, dass man nur noch Früchte isst, nur noch Früchte und irgendwie ein Salatblatt. Nein, es ist wirklich, es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, die schleimfreie Heilkost ja, zu praktizieren. Und da gehören für uns auch Fette dazu. Tobias, magst du mal das so nochmal sagen, was sind so die Fette, die du aktuell integrierst und wie sieht es bei dir aus mit Phasen, wo du mehr Fett isst oder weniger Fett? Genau, kannst du das gerne nochmal für meine Zuschauer ein bisschen skizzieren? Also bei mir ist so, das ist wirklich total unterschiedlich und ich finde, da ist halt auch dieser wichtigste Punkt, bei all diesen ganzen Ernährungslehren und Theorien und so weiter nicht zu vergessen, sein Körpergefühl immer weiter zu entwickeln, weil Ernährung ist halt auch abhängig von anderen Faktoren. So, wenn man an einem Tag gestresst ist und der Körper gerade sagt, ey, heute kann er nichts verarbeiten, weil er mit anderem beschäftigt ist und er will mal weniger von dem oder mehr von was anderem, so, dann sollte man da auch drauf hören, weil dann hilft es nichts, wenn man einen Ernährungsplan hat, wo steht 465 Gramm Buchweizen heute und 312 Gramm XY. So, wenn der Körper heute sagt, ey, heute nur so viel, morgen ist er vielleicht das Doppelte von was anderem, aber da wirklich drauf zu hören. Und ich habe das zum Beispiel gemerkt vom Fett her, ich kann schon phasenweise super viel Fett essen und der Körper kann das gut verarbeiten. Wenn ich mal ein paar Wochen weniger Fett esse, so, dann kann ich auch mal irgendwie 2-3 Avocados essen an einem Tag und bin nicht müde, bin nicht schlapp oder so. Und wenn ich wirklich zwischendrin zum Beispiel auch Essenspausen habe und dann mich nicht überesse, so dann vertrage ich auch relativ viel Mengen vom Körper her gut an Fett. Aber beim Fett ist es halt schon so, gerade wenn man jetzt emotional nicht so ausgeglichen ist und eher dazu neigt, noch sich zu überessen, so, das kenne ich halt auch von früher, von vor 15 Jahren habe ich mich ständig halt mehr überessen, obwohl man eigentlich schon merkt, okay, körperlich passt jetzt eigentlich, aber man isst halt dann noch weiter und dann merkt man halt, man ist sofort müde, schlapp und wird halt so voll träge von Fett. Und das ist dann schon bei kleineren Mengen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über mehrere Wochen immer nur so ein Ticken zu viel an Fett esse, wenn ich mache mir oft auch Sonnenblumenkerne, so, das ist das, was ich an Fett öfter esse. Ich mache die einfach mit ein bisschen Wasser und Zimt in der Schüssel und rohen Honig und manchmal so Kokosraspe, so. Und wenn ich das esse und wenn ich mich daran so über mehrere Tage, Wochen so ein bisschen überesse, wenn ich es jeden Tag esse und einfach zu viel esse, dann merke ich halt, dass schon eine kleine Menge zu viel davon zu viel ist. Oder auch bei Avocado, wenn ich
ne, so eine halbe Avocado oder eine Avocado tue ich mir immer noch in Salat rein, mal oder so ein paar Leinsamen drüber gestreut oder Kürbiskerne. Und wenn das halt ein bisschen zu viel ist und man die ganzen Tage oder zwei, drei Wochen schon immer so ein bisschen zu viel jeden Tag gegessen hat, dann merke ich halt, dass schon so ein, ja, eine halbe Avocado viel zu viel ist und ich mich dann davon träge fühle. Und an anderen Tagen, wenn ich davor weniger Fett eher gegessen habe, so, dann esse ich halt zwei, drei Avocados und bin danach fit, kann danach Sport machen. Und da ist es halt, finde ich, super wichtig, so das Körpergefühl dabei. Ja, nicht zu vergessen. Ja, und es wird auch immer Phasen geben, gerade wenn man auf die Schleimverheilkost umstellt und das über Jahre praktiziert, es wird immer Phasen geben, wo man dann einfach auch mal mehr Fett isst, zum Beispiel im Winter oder in stressigen Zeiten oder wenn die, ja, wenn die emotionale Balance nicht so gegeben ist, wenn man merkt, oh, es ist ein bisschen schwerfällig, dann hilft Fett auch ein bisschen zur Erdung. Und Henry hat ja auch mal gesagt, ja, wer in der Großstadt lebt, sollte sowieso nie komplett das Fett weglassen, ne? Weil das auch ja nochmal erdet und auch nochmal, wenn dann Gifte aufgenommen werden, die besser einschließt und eingelagert werden können, erstmal, dass das Fett dann praktisch schützt. Und ja, also du hast gesagt, eher Sonnenblumenkerne, Kokosflocken, Avocado. Bei mir ist es so an Fettquellen, dass ich gerne auch geschälte Hanfsamen verwende oder Hanfmus oder auch mal weißes Mandelmus oder Kokosmus, sowas oder Oliven. Also schon auch immer so Fettquellen, die jetzt nicht isoliert sind. Selten auch mal kaltgepresstes Olivenöl. Wir haben auch Leinöl, Hanföl, Walnussöl, sowas. Aber eher immer so die ganzen Fettfrüchte. Oder ich mag auch manchmal gern so im Winter Safu. Gibt zum Beispiel bei Jurassic Food so getrocknetes Safu. Safu ist eigentlich auch so eine Fettfrucht, die kommt eigentlich aus Afrika. Und die gibt es auch in getrockneter Variante und dann esse ich auch manchmal im Winter. Also ich merke schon, dass ich im Winter mehr Fett manchmal esse als im Sommer. Jetzt, wenn es so warm ist, dann so Wassermelone, Gemüsefrüchte, Gurke, Kräuter. Also dann brauche ich gar nicht so viel. Und ich habe es Tobias heute auch schon erzählt, bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Winter mehr gedämpftes Gemüse esse, wie Kürbis, Pastinaken, auch mal Süßkartoffel, dann gibt es eine Portion Grün und Mikrogrün dazu und kein Fett. Und wenn ich im Winter auch mal mir einen Salat mache, Postelein, es gibt Feldsalat auch im Winter, es gibt ja Mikrogrün, sich dann ganz viel und dann mal getrocknete Tomaten, dann mache ich mir aber dazu ein Dressing. Oft eben geschälte Hanfsamen. Also bei mir ist auch eine wichtige Fettquelle oder auch eine Eiweißfettquelle geschälte Hanfsamen. Ja, die mache ich sogar auch manchmal noch. Ich finde, die sind auch immer super leicht verdaulich, super angenehm. Also das habe ich halt auch generell bei Fett gemerkt, wenn was mit, wenn es wirklich mal, wenn man zum Beispiel Sonnenblumenkerne hat, man weicht die ein. Wenn man Nüsse hat, man weicht die ein. Der Körper kann es viel besser verarbeiten, wie wenn es so stark dehydriert ist. So, wenn es eingeweicht und aktiviert ist, Samen, Saaten, Nüsse viel angenehmer für den Körper, viel besser zu verdauen und das spielt halt auch nochmal stark mit rein. Ja, und du isst ja auch manchmal Avocados, bei mir hat sich das wirklich auch so gewandelt, ich habe noch zu meinen wirklich Rohkostzeiten, nahezu 100% Rohkostzeiten, habe ich so 3-4 Avocados in der Woche gegessen und jetzt sind es so im Schnitt 1-2 im Monat. Jetzt ist natürlich eine Ausnahme, wir haben gemeinschaftlich 5 Kilo Avocados bestellt, Hass Avocados, auch wirklich in einer guten Qualität. Da esse ich aktuell auch ein bisschen mehr, so 1-2 am Tag oder eine am Tag. Ja. Das ist aber für mich, also ich merke dann, es ist okay, aber auf Dauer würde mich das auch ein bisschen träge machen und auf die Verdauung ein bisschen einwirken. Aber wenn man eine gute Qualität hat und ich esse auch mal viel Grün dazu und dann auch einfacher, dann ist das auch wirklich eine gute Sache und ich kann das dann auch genießen. Also es ist jetzt nicht so, dass Fett per se schlecht ist, was manche denken, sondern dass es wirklich so hochwertige, wichtige Quellen, Fettquellen gibt, die wir auch gerne empfehlen. Ja. Muss jeder für sich selber herausfinden, in welchen Mengen er das integriert und was auch irgendwie zugänglich ist, gute Qualität. Und das ist auf alle Fälle gute Fettquellen auch für die Schleimfreiheitkost in der heutigen Zeit auch sehr wichtig sind. Und natürlich auch immer, du hast es ja jetzt auch in den letzten Jahren mitbekommen, wie wichtig auch Grün ist. Ja, ne? Das ist auf jeden Fall. Immer Salat dabei, Spirulina nimmst du. Was sind deine bevorzugten Grüne? Willst du mal switchen von Fett auf Grün? Also Spirulina weiß ich, Salat auch immer dabei? Spirulina eben über den Salat. Und auch Wildkräuter? Ja, manchmal, genau. Also Wildkräuter hatte ich immer mal so drinnen, manchmal war ich ein bisschen faul. aber so jetzt meistens, wenn ich irgendwie in die Stadt auf dem Markt bei mir fahre, dann zupfe ich mir ein paar Brennnesseln ab. Oder so. Und ich finde Brennnesseln, es muss auch gar nicht immer so eine riesen Auswahl sein, finde ich gerade bei Wildkräutern. Ich finde halt, das ist so wichtig, essentiell ist halt einfach irgendwas ursprüngliches Grün drin zu haben, sei es halt Wildkräuter. Und wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwo sich Wildkräuter pflücken will oder kann und nicht die Zeit dazu hat, dann bietet es sich halt auch mal an, irgendwie einfach Spirulina oder
Hier Grassaftpulver, das hatte ich manchmal drüber gemacht von Lebenskraft pur. Was haben die noch? Grünes so ein paar Leben. Grüne Pulver halt. Grüne Urkraft, das ist so mit Afferalge und Phytoplankton, das ist auch ganz grün. Ja, die haben einige grüne Pulver, auch halt Wildkräuterpulver. Genau. Also irgendwas Ursprüngliches, wo richtig kräftig noch ist, weil man kennt es halt aus dem Supermarkt. Das ist halt, du isst einen Salat, da ist einfach, da ist nicht mehr so viel Substanz drinnen. So, man merkt es halt, die Sachen sind eher wie so aufgeblasen, aber so Wildkräuter und dann noch so, ja, eben auch in den Pulvern, wo es dann halt einfach getrocknet ist. Ja. Da ist halt noch mehr Substanz drinnen und gerade wenn man entgiftet, ist es super wichtig. Ja. Und bei Avocado wollte ich noch sagen, da ist mir auch noch eingefallen, gibt einmal auch unterschiedliche Sorten, je nachdem wie stark fetthaltig sind, aber ich finde auch, Avocado lässt sich halt zum Beispiel auch viel besser verdauen. Der Körper kommt damit oft wesentlich besser zurecht als jetzt mit total dehydrierten Nüssen. Die liegen noch mal schwerer im Magen und Avocados ist halt auch total unterschiedlich, weil manche sehr fettreich sind. Ja. In Deutschland kriegt man eher so die Hass-Avocados. Die ist ja doch eher fetthaltig. Genau. Es gibt ja noch die wasserhaltig. Fuerte ist auch ein bisschen wasserhaltiger und dann gibt es noch eine, die fällt mir gerade nicht ein, die auch eher sehr wasserhaltig ist. Ja, ich hatte auch in Costa Rica, wo ich war, ist ja auch schon ewig her jetzt, ich glaube 7 Jahre ist es her. Und da hatte ich teilweise wirklich jeden Tag mal so Phase, wo ich, also das waren kleinere Avocados, aber so 5 Stück am Tag oder so gegessen habe. Und für die Zeit lang war das dann auch in Ordnung. So. Also da macht euch da keinen Kopf, guckt da wirklich, ignoriert nicht das Körpergefühl komplett, wenn ihr was macht. So. Das kann immer nur eine Orientierung sein, aber man muss halt wirklich auch berücksichtigen, wie bin ich psychisch gerade drauf, was ist sonst, was passiert. Und gerade bei der Entgiftung ist es halt keine Eile geboten, weil ich dachte auch immer, schneller ist besser, aber zu schnell kann halt kontraproduktiv sein. Ich sag mal, wenn man ein Rohr hat, wo so viel durchgeht und man probiert halt die Menge durchzustopfen, dann staut sich's halt auf, man fühlt sich schlecht und es geht einfach nicht schneller voran. Das ist halt ein Trugschluss und kann genau ins Gegenteil umkippen, da lieber so das Tempo finden, aber natürlich immer dranbleiben und sich stetig da in die richtige Richtung bewegen. Ja, langsam umstellen, Schritt für Schritt und eben auch mit den richtigen Werkzeugen, mit dem richtigen Leitfaden. Ne? Das ist auch deswegen, warum wir die Videos machen, die Inspiration nach außen geben, dass es nicht zu schnell ist, nicht nur Früchte und dass man einfach schaut, wenn man eben Fettquellen, Eiweißquellen hat, dass es hochwertig ist und dass man da gut in der Balance damit ist. Ja. Und natürlich ist auch die Schleimverheilkost, das heißt natürlich vom Namen her, denkt man erstmal, es ist nur Ernährung, aber es ist auch viel mehr. Ne? Das ist natürlich auch die Bewegung, das Entgiften, die psychische Balance, seine Themen aufarbeiten, da gehört viel mehr dazu. Und mittlerweile gibt es so viele wertvolle Werkzeuge, die uns bei der Ernährungsumstellung unterstützen, ob das Fasten ist, ob das Einläufe sind, ob das bittere Pulver sind. Ja, also da gibt es verschiedene Maßnahmen, ob es auch Meditation ist, Barfußlaufen in der Natur sein, sich bewegen, sich dehnen. Und man kann ja auch mit der richtigen Atmung auch gut die Entgiftung unterstützen. Ja. Oder auch gewisse Krisen, wenn man so Entgiftungskrisen hat oder man hat so Heißhungerattacken, kann man das auch über verschiedene Mechanismen, kann man sich da wieder in Balance bringen. Ob das die Atmung ist, die Bewegung ist, Bewusstseinsarbeit, Meditation. Und das ist ja das Schöne. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Jeder kann sich das heraussuchen, was so passt gerade für. Man muss ja immer schauen, du bist eher selbstbestimmt. Ne? Du hast keine Familie. Du kannst nochmal Dinge anders umsetzen als vielleicht jemand mit Familie, 2, 3 Kindern, 40 Stunden Vollzeitjob. Wir arbeiten ja auch online. Wir können uns die Zeit einteilen. Und uns ist auch klar, dass wir gewisse Dinge ganz anders umsetzen als manche, die wirklich 40-Stunden-Job von früh bis abends außer Haus, dann, dass es doch alles stressiger ist und dass man gewisse Dinge eben nicht so schnell umsetzen kann wie wir. Und deswegen muss halt jeder auch sein eigenes Tempo finden. Das ist ganz wichtig. Schon. Also ich habe es auch immer wieder bei Teilnehmern bei mir gemerkt. Auch der Körper, der weiß ja nicht. Normalerweise die Entgiftung funktioniert ja besser, wenn du in der richtigen Umgebung bist. Aber wenn du einen Fisch halt in irgendeinen schlickigen Tümpel steckst, irgendein braunes Wasser, so die ganzen Entgiftungsorgane arbeiten ja nicht richtig. Und wenn du zum Beispiel am Wochenende ein Fasten machst und dann gehst du plötzlich ins Büro, hast 8 Stunden nicht wirklich Top-Luft, vielleicht in der Stadt sogar, so, dann kann der Körper das gar nicht richtig verarbeiten. Und da muss man halt echt immer anpassen und gucken, dass man es gut ausleitet und den Körper dann bestmöglich unterstützt, je nachdem, wie halt die Umgebungsbedingungen sind. Ja, das war jetzt auch nochmal ein wichtiger Impuls, danke ich dir. Ja, wir sind am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut unbedingt bei Tobias vorbei
Unter dem Video ist alles verlinkt, beziehungsweise auch im ersten angepinnten Kommentar. Schreibt uns gerne eure Meinung. Was haltet ihr davon? Schleimfreie Heilkost mit wenig Fett, kaum Fett. Welche Fettquellen bevorzugt ihr? Wir freuen uns über regen Austausch. Ja. Und wünschen euch noch eine wundervolle Zeit. Ja, kommentiert gerne. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.